Eines der großen, wenn nicht sogar das größte Spiel von der Gamescom in Sachen PlayStation 4, Killzone Shadowfall. Und da gab es nun endlich und auch erstmals Mehrspielerszenen zu sehen. Genau, wir hatten ja schon so ein bisschen Singleplayer gesehen aus Vector und jetzt sind wir hier im Multiplayer-Modus unterwegs. Es gibt nur noch den Warzone-Modus, wobei das nur noch in Anführungszeichen, weil Warzone ist mit Abstand der beliebteste Killzone-Modus immer gewesen. Dafür darf man jetzt aber auch jede Menge anpassen, also man darf quasi Regeln ändern, zum Beispiel kann man den Tarnmodus deaktivieren, man kann Friendly Fire an- oder ausschalten oder die Anzahl der Respawns beschränken. Genau, also es ist so ein bisschen wie, ich muss es leider erwähnen, wie bei Halo schon länger, dass man sich eigentlich seine eigenen Spielmodi zusammenwürfelt und die dann auch letztendlich wie in so einer Playlist abspeichern kann. Man kann online schauen, was ist gerade beliebt. Es wird mit Sicherheit auch von den Entwicklern dann so turnierartige, vorgefertigte Dinge geben, zum Beispiel in Modus, keine Ahnung, wo jeder nur einen Schuss hat oder irgend so ein Blödsinn. Und dementsprechend ist eigentlich für unendlich Abwechslung gesorgt, was Mehrspieler Modi angeht. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie viel Sinn das dann nachher macht, weil manche Hebel sind ja einfach nur ein bisschen dämlich, würde ich jetzt sagen. Ich hätte vielleicht lieber dann so ein paar andere Sachen gehabt, wie zum Beispiel Fahrzeuge oder so. Ja, nee, also man hat, ich habe das Gefühl, man sagt schon so ein bisschen weniger ist mehr. Es gibt auch nur drei Klassen, also wesentlich weniger als in anderen Spielen. Es gibt zum Beispiel den Scout, der kann eine Tarnfähigkeit aktivieren, hat ein Scharfschützengewehr dabei. Klar, der Assault hat ein Sturmgewehr, aber auch ein Energieschild. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Und dann gibt es noch den Supporter, der hat insgesamt die meisten Fähigkeiten, kann zum Beispiel Spieler wiederbeleben oder dann auch ganz nützliche Spawnpunkte aufstellen. Und was man auch ganz gut schon auch im Video hier erkennt, ist, dass das Spiel sehr, sehr gut aussieht. Also auch im Mehrspieler ist nicht so, dass da jetzt so ein paar abgehalfterte, abgespeckte Karten irgendwie mit Rumpeltexturen da auf uns warten, sondern sieht schon alles ganz geil aus. Ist auch ein ziemlicher Effekt-Overkill. Ich bin mal gespannt, da wird einige Kollegen werden da wieder meckern, weil es schon so ist, dass man teilweise nicht mehr ganz erkennt, was da passiert. Ich glaube, da könnte man ein bisschen ein paar Effekte zurücknehmen. Ansonsten soll es aber mit 60 Frames laufen, durchgehend. Eigentlich auch was ich mir übrigens von der nächsten Konsolengeneration auch eigentlich grundsätzlich erwarte. Aber es ist ja schon mal gut, wenn die das extra sagen. Und hier haben wir zum Beispiel so ein Energieschild gesehen. Alles sehr futuristisch im Vergleich auch zu so einem Battlefield. Ist natürlich noch mehr Sci-Fi-Zeug, noch mehr so ein bisschen in die außerirdischen Richtung. Und was ich halt sehr geil finde, ist, dass Killzone Shadowfall massiv Gebrauch von diesen ganzen Social PS4-Fähigkeiten machen wird. Ja, also man kann ja auch dann direkt ins Spiel reinspringen. Was man auf der Gamescom-Pressekonferenz gesehen hat, das war noch ein bisschen gefaked. Also man muss dann schon so 30 Sekunden Ladezeit noch mit dazu rechnen, aber trotzdem eine wirklich coole Sache. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir so anschaue, ich habe auch Call of Duty Ghosts gespielt auf der Xbox One. Auch 60 Frames, aber da muss ich sagen, da sieht Killzone doch deutlich besser aus, was so auch die Effekte anbelangt und einfach auch die Map-Architektur. Gefällt mir doch wirklich im Direktvergleich besser. Also um nochmal auf dieses Einstieg-Feature zurückzukommen, ist da letztendlich echt so, dass man zuschauen kann? Also wenn du jetzt spielst, kann ich bei dir Livestream quasi gucken, wie du vorbeischießt oder triffst oder nicht triffst und kann dann einfach sagen, oh, dem Andi zeige ich es mal oder dem Andi helfe ich und steige dann mit in diese Partie ein auf Knopfdruck. Dauert natürlich dann, wie gesagt, ganz kurz, um das zu verbinden, um das Spiel zu laden bei mir und so. Ich muss natürlich das Spiel auch haben, also nicht, dass einer denkt, er könnte da bei anderen Spielen kostenlos einsteigen. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, hat was von Hightech und ist hoffentlich nicht das letzte coole Feature, das Killzone Shadowfall anbietet, weil dann könnte es endlich mal dazu reichen, dass das Spiel auch plattformübergreifend referenziert wird.